Tu mir's zu lieb, geh ihr nach und kümmere dich um diese Sache. Der Mann wird ja dem Turm nicht mehr entkommen. Der Frau gewähre ich ein Unterkommen. Sie kann bei uns hier leben, ohne Frist. Der Vogt soll ihr und ihren Kindern etwas bereiten, eine Kammer. Doch will ich kein Geplärre hören, keine Vorwürfe, kein Gejammer. Es ist schon erzverdrießlich, diese Sache. Man wird ganz plötzlich ohne jeden Grund hineingezogen in den Gestank von Armut, in einen Höllenschlund, aufgescheucht aus seiner Ruhe. Ich frag dich, wie komme ich dazu? Und sie heimsuchen, groß und klein, die Gottes Gesetze nicht erkennen. Und unter das Vieh gefallen sei, der sein Herz auf irdisch Gut geworfen, den will ich mit einem Streich treffen, dass seine Augen brechen und er nicht findet die Himmelspforten. Dass du die Hände löst von meinen Händen und deinen Mund von meinem Mund abtrennst, noch zur selben Stunde. Ihr lieben Vettern und Leut, mein Liebster ist besonders heut. Weiß nicht, wes ich mich soll versehen. Könnt ihr mir nicht mit Rat beistehen? Er sitzt nicht fröhlich und gepaart, er spricht von Dingen aus der Art. Weiß nicht, was ihm mag sein beschehen. Hab nie zuvor ihn so gesehen. Halt! Jedermann! Halt! Aufhalten! Aufhalten! Runter! 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 Aufhalten! Denn jedermann! Aufhalten! Hey! Hierher, Gesell! Ich komm dich holen, bin zur Stelle! Jetzt ist er hinein. Muss wohl taub auf beiden Ohren sein.